Hiho und willkommen zurück, meine Vorwärts! lieben Freunde der Zaubererzunft Ja! zu Battle Mages. Ja, in Ja! der letzten Folge sind wir auf dieser kleinen idyllischen Dracheninsel angekommen. Auf der es nicht viel zu geben scheint. Außer ein paar Vulkankratern. Und einer Monsterhöhle. Und ja, vielen Untoten Ja! natürlich. Wir haben auf jeden Fall eine kleine Armee zusammen. Die wir aber auch, glaube ich, nicht lange behalten werden. Und ja, da haben Untote ihr Schiff. Wir müssen eigentlich hier hoch, weil hier der Magier ist. Allerdings. Gehen wir, mein Teurer! Lykatropenhöhle, oh. Hi, Lykaner. Ja! Ja! Eigentlich wollte ich die Naturquelle dann noch, Gehen wir, mein Teurer! machen. Aber erstmal die Lykatropen hier weg. Vorwärts! Oh, und da werden wir auch schon vom Magier angegriffen. Gehen wir, mein Okay. Teurer. Töten! Ja, und das ist Gartok. Der einfach so von den Toten auferstanden ist. Ja, wir haben Paladine verloren. Und ja, ein Problem. Laden wir. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Ja gut, übergehen wir mal die Lykatropenhöhle und gehen hinten über die Goldmine hoch. Nur Vögel sind schneller. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie man Gartok besiegen muss hier. Nur Vögel sind schneller. Also wir haben gesehen, Gartok ist zurück. Wie er versprochen hatte, dass sein dunkler Herr ihn zurückholen würde. Ja. Vorwärts. So, Lykatropenhöhle. Ja. Nehmt keine Gefangenen. Ein Bär. Nur Vögel sind schneller. Und ein Quicksave war, dass wir nicht ständig denselben Weg gehen müssen. Gehen wir, mein Teurer. Mit Schwert und Ross. Nur Vögel sind schneller. Und ja, da ist der Bug, auf den ich gewartet habe. Ja. Nämlich, dass man Gartoks Waffe zum Angriff vor Gartok sieht. Alles in Sichtweite verbrennen. Ich und Cutscene. Schon wieder? Nun, eure Soldaten kommen meiner Armee von Leichen wie gerufen. Gartok? Aber ich habe dich doch bereits getötet. Mein Herr gab mir neues Leben. Nun bin ich 100-mal stärker als zuvor. Und die ganze Welt wird mir bald ganz allein gehören. Ich werde auf ewig leben und regieren. Seltsam. Der Tod hat dich überhaupt nicht verändert. Du bist immer noch der gleiche Verlierer.
Jetzt weißt du jedoch, wie du die Schwachen quälen kannst. Nun gut, ich werde dich so oft töten, wie ich muss. Ja, die Ritter müssen gleich mal Gartok finden. Dass du mich so einfach umbringen kannst. Ich kehre wieder zurück. Oh, der Drachendämon spricht. Im Allgemeinen ist er sehr vernünftig. Er erhebt nur selten. Möglicherweise ist er erzürnt, dass ich ihn gefangen habe. Wie dem auch sei, wir sollten hören, was er zu sagen hat. Gehen wir etwas näher heran. Ja, können wir gleich machen. So. Ein paar Stufenaufstiege. Eure Befehle? Nicht für euch. Doch. Oh, Max-Level. Nur Vögel sind schneller. Jederzeit gerne bereit. Ja. Vorwärts. So, Gartok haben wir vertrieben. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Jetzt wird es Zeit, diese Dykaner loszuwerden. So, jetzt haben wir schon mal... So, alles Mögliche erreicht gerade die nächste Stufe, was gut ist. Das heißt, wir können unsere Schützen und unsere Schwertkämpfer upgraden. Eure Befehle? Ja. Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer. So. Lass mal kurz einen Quicksave machen. Jederzeit gerne bereit. Und ja, wir können auch dann hier hinten hin zu den Gebieten. Ja. Und ja, wir haben jetzt die neuen Zauber. Wiedererwägung. Dieser Zauber öffnet ein Portal zur Geisterwelt und ruft Feenexorzisten zur Hilfe. Diese magischen Kreaturen sind unempfindlich gegen alle Arten von Magie. Mhm. Und das da ist... Gabe der Natur. Ein Magier kann diesen Zauber anrufen, um die schwersten Wunden zu heilen und jedes Gift zu bannen. Außerdem erhält ein Soldat, der von der heiligen Kraft berührt wurde, eine außerordentlich gedankliche Klarheit. Heilt wirkt Giften und verlangsamt den Infekten entgegen und beschleunigt das Denken. Mhm. Kostet aber 15.000. Okay. Wir können auch mal gucken, was so in den anderen. Unerträgliche magische Hitze. Feuerdämon der Unterwelt erscheinen. Aha. Feuerdämon beschwören. Nose. Phantomkrieger. Ein paar nette Sachen. Aber ja, als nächstes bisschen wieder die Führerschaft steigern. Nur Vögel sind schneller. Ja. Ja, gehen wir, mein Teurer. Nehmt keine Gefangenen. Machen wir es besser. Eure Befehle? Angriff! Gehen wir, mein Teurer. Ja.
So. Gehen wir, mein Teurer. Das hat auf jeden Fall gereicht schon mal. Gehen wir, mein Teurer. Damit wir jetzt unsere Truppen upgraden können. Vorwärts! Hier in diesem kleinen Städtchen. Angriff der Skelette. Vorwärts! Oh, da liegt noch ein Gegenstand. Zu euren Diensten. Den kannst du ruhig mal einsammeln gehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe es von hier aus leider nicht. Ja, ist auch ein Drachenzahn oder sowas in der Richtung. Also vielleicht gerade für dich praktisch. Ich gehe. Feuer! Du hast brennender Boden, flammende Fessel. Brennender Boden klingt auch nicht schlecht. Für mehrere Gegner. So, jetzt aber dann erst einmal Truppen upgraden. Sag das Wort. Los, das ist es. Jetzt kann eine Einheit mit dem Amulett furchtlos in das Feld eindringen und das Artefakt deaktivieren. Übrigens, falls ihr neue Einheiten braucht, können uns die Leute vom Dorf möglicherweise helfen. Machen wir es besser. Oh. Okay. Dann laden wir hier den Quicksave. Wir dienen dem Kaiserreich. Nur Vögel sind schneller. Und reden erstmal mit dem Dämon. Der will wohl, dass wir bei ihm eindringen und das Artefakt da... Oh ja, wir sehen das Artefakt von hier sogar schon. Ach ja, und ich wollte noch einen Zauberslot hier besetzen. Aber ich kann nicht zweimal denselben Zauber nehmen, das ist schade. Dann nehmen wir den Nebel der Fäulnis. Vorwärts! Bis Erste. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts! Nur Vögel sind schneller. Ja. Was? Ich bin euch und eurer ewigen Hast überdrüssig und will in meine Welt zurückkehren. Befreit mich und im Gegenzug werde ich euch helfen, diesen verblendeten dunklen Magier und seine Krieger zu besiegen. Sie spielen mit ungebührlichen Mächten. Nun... Es ist eine Schande, ein solch herrliches Objekt ziehen zu lassen. Zum Wohle der Einwohner jedoch. In Ordnung, einverstanden. Fahrt fort. Dieser Krieger hat mich nicht wirklich gestört. Aber es sieht nicht so aus, als wäre er befreit worden. Was? Wie? Oh ja, hab ich komplett vergessen. Ein mächtiges magisches Feld hält ihn zurück. Aus Sicherheitsgründen, versteht ihr? Dieser Kristall ist seine Quelle. Aber ich rate Ihnen, nicht zu nahe heranzugehen. Er wird jeden Sterblichen zerreißen. Aber wir brauchen diesen Dämon. Und zwar schnell. Ich spüre, dass Gartok seine Armee an Land bringen und in ein paar Stunden zurückkehren wird. Mal sehen. Ihr habt den Drachen selbst in diesem Feld gefangen. Also hat euch die Magie nicht geschadet. Ja, aber nur, wenn ich das Amulett trage. Genau, das Amulett der Verteidigung, wo habe ich es nur? Ich weiß genau, dass ich... Die Feen haben es gestohlen, ja. Die sind gierig nach glitzerndem magischen Tand. Die haben es zweifellos in der magischen Quelle auf dem Hügel versteckt. Okay. Nur Vögel sind schneller. Das heißt, jetzt, jetzt gehen wir zur magischen Quelle und holen das Artefakt. Ja, sprecht mit dem Dämon, bergt das Artefakt. Das Azurne Amulett wurde vom Feen gestohlen und liegt möglicherweise in einer magischen Quelle im Zentrum der Insel. Mhm.
Nur Vögel sind schneller.